Es geht nun an die Varroa-Behandlung im Jahr 2023. Kies, steh auf. Folie weg. Liebig-Dispenser drauf. Kiste wieder drauf, Folie wieder drauf, zumachen, fertig. Bodenschieber sind eingelegt und gereinigt, das muss sein. So. Also, und sollte die Behandlung selber nicht reichen, dann wird einfach nochmal eine gemacht über Kurzzeitbehandlung. So, jetzt. So, ich nehme die Kiste hier ab. Jedenfalls. So. Jetzt. Auch. Ein bisschen was los, nicht viel. Die werden aber auch erst nach der Behandlung aufgefüttert. Das ist Pflicht, damit die Behandlung überhaupt nicht wirken kann. So. Wir bereiten einmal einen solchen Dispenser vor. Und zwar, indem man einfach mit dem Deckel aufschraubt. So. Den liebigen Dispenser hier mittig draufstellt. Etwas höhere Wachsbrücken sind dafür übrigens zu entfernen. Das mache ich jetzt auch schnell, damit da eben entsprechend nichts passieren kann. So. Jetzt. Jetzt. So, wirklich mittig. Hier drin ist ein Dorn, wo das Ganze auslaufen kann, ja. Den stülpt man jetzt einfach. Sieht schon, da läuft schon aus. Das passt so, da ist unten ein Reservoir drin. Jetzt die Kiste wieder drauf. Und fertig. Den Deckel noch oben drauf. So sieht das Ganze dann aus. So. Und das steht mir jetzt noch bei 5 Völkern bevor. Beziehungsweise jetzt noch bei 4. So.
wieder fertig. So. Hier wieder die Wachsbrücken wegmachen, da wo das, der Dispenser nachher stehen soll. So zumindest, dass dieser Dispenser dort aufgestellt werden kann. So, das Wachs verarbeiten die dann nachher später selber irgendwie. Einmal kurz.